Auch heute wieder live und in Farbe aus meinem Studio in München. Herzlich willkommen auf meinem Kanal, Zobeltier Finanzkanal. Wunderbar, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute geht es um das Thema Ausgaben und Einnahmen. Wie verfolgt ihr eure Ausgaben und Einnahmen täglich oder macht ihr das auf Monatsbasis? Habt ihr da irgendwelche Werkzeuge? Und ich zeige euch meine App. Ich verwende Money Pro. Wie trackt ihr eure Ausgaben? Was habt ihr da für Möglichkeiten? Ich stelle euch meine vor und es geht auch schon los. Hier mal die Webseite für euch aufgerufen. Ich packe sie aber euch nochmal gerne unten in die Videobeschreibung. Da könnt ihr euch die App dann herunterladen. Hier auf der Homepage finde ich ganz gut, wenn man die sich nochmal anschaut. Da gibt es einige Screenshots und Funktionsbeschreibungen, wie zum Beispiel der Kalender funktioniert oder Erinnerungen an fällige Rechnungen. Budgets können verwaltet werden, Budgetübertragung, Scheckbuchliste, wobei ich diese Scheckbuchliste nicht führe. Es gibt einen Kontenabgleich, Kontenauszüge können importiert werden. Und dann gibt es natürlich auch verschiedene Abo-Modelle. Also Pro heißt ja Professional und dafür müsst ihr dann entsprechend auch bezahlen. Die App sagt euch aber genau, welches Abo-Modell ihr verwenden könnt und da gibt es verschiedene Einstellungen. Ich habe eine Android-Version und die Android-Version zeige ich euch jetzt gleich mal. Das Ganze gibt es dann auch für Mac. Startbildschirm hat hier den heutigen Tag eingetragen. Dann könnt ihr eine Bilanz angeben, kann also hier jetzt auf den Kalender gehen und dann eben seine entsprechenden Einnahmen und Ausgaben festhalten. Wenn man hier zum Beispiel mit dem Plus eine Ausgabe hinzufügen will, dann sucht man sich Kategorie aus. Ich nehme jetzt mal ein Beispiel für Lebensmittel und habe vorher bestimmte Konten festgelegt über Kreditkarte, Bargeld, also Girokonto. Ich bin einkaufen gegangen, kaufe Lebensmittel über die American Express Karte bezahlt und der Betrag war 25,50 €. Man kann sich hier noch verschiedene Dinge notieren. Ich war bei Pennymarkt hier, das ist keine Werbung, gibt natürlich noch Rewe oder Edeka oder andere und geht auf Speichern. Dann trägt er diesen Betrag hier oben in der Liste ein und irgendwann am Ende des Monats könnt ihr dann oder auch unterschiedlich eine Auswertung fahren. Wenn ihr weiter switcht, dann seht ihr zum Beispiel auch Einnahmen hier sowie Dividenden. Oder je nachdem, was ihr also eintragen wollt, könnt ihr natürlich hier jede tägliche Ausgabe erfassen. Und das habe ich dann auch hier im Februar gemacht. Jetzt gehe ich mal zurück auf die Hauptansicht. Die Bilanz zeigt uns dann, was ihr für Einnahmen in einem bestimmten Zeitraum gehabt habt und natürlich auch die Ausgaben. Jetzt gehe ich mal auf den Reiter aktiver, passiver und passiver sind dann die Ausgaben hier hauptsächlich bei mir bezahlt durch Kreditkarte und ihr könnt die dann, wenn ihr nicht mehr wisst, okay, welche Kartenkonten habe ich jetzt hier eigentlich verwendet, dann könnt ihr damit auf die Detailliste wieder abspringen. Also das finde ich sehr smart und macht dann auch Spaß, da die einzelnen Beträge zu verfolgen. Haushaltspläne habt ihr in der Version dann die Möglichkeit, pro Monat oder wöchentlich im Quartal eure Ein- und Ausgaben festzuhalten. Da seht ihr, das 12-Monats-Abo ist jetzt 11,99 €, das heißt also 1 Euro pro Monat und es gibt also sogar eine dreitägige Testversion. Die erweiterten Berichte gehen nur mit der Professional. Das Einzige, was ich jetzt hier machen könnte, wäre also die monatliche Anzeige und dann kann er aber nicht mehr weiter im Detail hier abspringen. Ich sehe dann bestimmte Kategorien, wo ich meine Ausgaben zum Beispiel jetzt hier verwendet habe, sehe ich dann aber trotzdem im Detail und kann hier diese zuordnen. Berichte ist noch interessant. In der Basisversion könnt ihr eure Einkünfte und Ausgaben hier aufrufen und entsprechend aufrufen und die aktiver, passiver, die ihr anschauen wollt, hier aktuell euch ziehen. Aber diese App Pro Money hilft auf alle Fälle, die täglichen Ausgaben zu kontrollieren. Ich bin nicht mit dem Unternehmen und Entwickler und den Entwicklern verbunden, die die App Money Pro verwenden und habe hier auch keine Werbebudgets oder sonstige Zuwendungen erhalten. Ich bin Privatanwender und wende die App Money Pro für mich selbst, um meine täglichen Einnahmen und Ausgaben zu
verfolgen und auch hier in der App festzuhalten. Und ansonsten finde ich die App sehr gut. Das war's in aller Kürze. Ich hoffe, ihr habt einen Mehrwert durch das Video und schaut euch mal die App einfach an. Ladet sie herunter, probiert sie aus und das tägliche Tracken fällt einem auch gar nicht so schwer, wenn man das routinemäßig alltäglich macht. Dann lasst ein Like da und einen Daumen hoch. Teilt das Video mit euren Freunden und Familie und alle Finanzinteressierten. Und bis zum nächsten Video. Bleibt investiert. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis bald und ciao, ciao.